Es gibt diese Tage, an denen wir sehr viel zu tun haben, aber uns einfach ausgelaugt und platt fühlen. Wir würden gerne ein Projekt fertigstellen oder noch ins Gym gehen. Doch wir haben das Gefühl, dass einfach die Energie fehlt. David Goggins, Marathonläufer und Triathlet, hat dieses Problem gelöst. Es ist bekannt, dass er seinen Erfolg im Laufen der Cookie Jar Methode verdankt oder auf Deutsch Keksglas Methode. In diesem Video erfährst du, was die Keksglas-Methode ist und wie du sie nutzt, um eiserne mentale Stärke aufzubauen. Goggins hatte den Plan, Gelder für einen gemeinnützigen Zweck einzutreiben und nahm an einem Marathon teil, um das zu schaffen. Das Problem dabei: Er war zwar ein erfolgreicher Sportler, aber kein Läufer. Wie also sollte er das Geld eintreiben, ganz ohne Ausdauertraining? Was die Lage nicht einfacher machte: Das Rennen war schon in 3 Tagen. Keine Zeit also zur Vorbereitung. Goggins nahm trotzdem am Marathon teil. Nach einem Viertel der Strecke hatte er noch ca. 75% seiner ursprünglichen Energie. Er fühlte sich noch recht frisch und war optimistisch, dass er das Rennen zu Ende laufen konnte. Aber schon nach der Hälfte war er vollkommen ausgepowert. Er konnte nur noch ganz langsam gehen, musste sich schließlich mit riesigen Schmerzen hinsetzen. Goggins saß dort eine ganze Weile. Er brütete darüber nach, warum er zu dem Rennen überhaupt angetreten war. Dann fiel ihm etwas ein, was den Ausgang dieses Rennens entscheidend ändern sollte. Goggins hatte sich daran erinnert, dass es für ihn nicht das erste Mal war, dass er in einer so auswegslosen Lage steckte. Immerhin hat er schon an zahlreichen Wettbewerben teilgenommen und manche von ihnen unter größten Schwierigkeiten gewonnen. So saß er also da und fragte sich, wie er damals wieder aufstehen konnte. Plötzlich stand er auf und nutzte seine wenige Energie, um ganz langsam zu gehen, Schritt für Schritt. Während er also unter Schmerzen seinen Weg fortsetzte, dachte Goggins an all seine Erfolge und Medaillen, die er im Laufe seines Lebens sammeln konnte. Sollte es das jetzt schon gewesen sein? Fragte er sich. Durch den Fokus auf diese positiven Gedanken kam Goggins wieder etwas zu Kräften. Er fühlte sich wie damals, wie beim Gewinn seiner größten Erfolge. Er fing an zu lächeln, ging aufrechter, vergaß seine Schmerzen für eine Weile. Es gibt sicher Angenehmeres, als solch einen Marathon noch zu Ende zu laufen, aber Goggins schaffte es mit dieser Methode. Ihm gelang es, die letzten Prozente aus seinem Körper rauszukitzeln, obwohl ihm sein Verstand sagte: Junge, du bist am Ende. Doch was genau ist jetzt die Keksglas-Methode? Das Keksglas steht für alle Erfolge und erreichten Ziele, für alle überwundenen Schwierigkeiten und gelösten Probleme. Die Keksglas-Methode ist im echten Leben unfassbar einfach anzuwenden. Stell dir vor, du hast dir etwas vorgenommen und nun bist du kurz davor aufzugeben. Es kann ein Projekt sein, an dem du arbeitest, oder eine Routine, die du etablieren willst. Du bist im Zwiespalt, denn einerseits weißt du, was das Richtige ist und dass du jetzt durchziehen solltest. Andererseits ist es unbequem und du hättest allen Grund aufzuhören. Sicher, du hast dein Bestes gegeben. Sicher, du hast auch gute Fortschritte gemacht und dieses eine Mal aussetzen, was ist schon dabei? Wenn das deine Gedanken sind, denke neu. Es gibt schließlich eine bessere Lösung. Schreib dir alles auf, worauf du in deinem Leben stolz bist. Alle Kleinigkeiten und all die Dinge, für die du in deinem Leben Lob bekommen hast. Auf diese Weise füllst du dein Keksglas mit Keksen. Deine Erfolge sind die Kekse, denn du bist dieser Extremsportler, dieser Marathonläufer. Du hast genau das Gleiche erreicht wie Goggins, nur eben in anderen Disziplinen. Du stellst dir in solchen Situationen einfach Folgendes vor. Du erinnerst dich an einen dieser Erfolge, nimmst sozusagen einen Keks aus dem Keksglas. Dieser Keks gibt dir Energie, die dir ein richtiger Keks in dem Moment auch geben würde, ist aber viel geiler. Von da an machst du weiter. Und sobald du wieder ans Aufgeben denkst, erinnerst du dich erneut an einen deiner Erfolge. So baust du deine mentale Stärke auf und kannst viel mehr erreichen, als du bisher dachtest. Und bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch etwas für dich. Mein E-Book Dominiere dein Leben – 11 Regeln, mit denen du jedes Ziel erreichst. Bereits über 10.000 Menschen haben sich das Ding heruntergeladen und es wird auch dir helfen, maximal ins Machen zu kommen, noch mehr Erfolge zu sammeln und richtig Gas zu geben. Den Link findest du hier oben in der Infokarte. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.